Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns oder ihr mailt domian@wdr.de. So, wir fangen gleich an mit Mike und Mike ist 39. Guten Morgen, Mike. Hallo. Hallo, hallo. Jürgen. Ja, hallo Mike. Um was geht's bei dir? Ich betreibe Inzest. Bitte? Ich betreibe Inzest. Du betreibst Inzest? Ja. Was machst du genau? Ich habe eine Affäre mit meiner Schwester. Wie alt ist deine Schwester? 45. 45? Ja. Wie lange läuft das schon? Bisher oder 3 Jahre. Also ihr habt eine richtige Beziehung? Ja. Mit allem drum und dran? Ja. Habt ihr sonst, seid ihr sonst auch noch in Beziehungen? Du, hast du eine Frau, hat sie einen Mann? Nein. Sie war mal verheiratet, aber in 3 Jahren ist die Ehe geschieden. Bist du mit deiner Schwester aufgewachsen? Ja. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du dich zu deiner Schwester als Frau hingezogen fühlst? Als ich 12 war. Kannst du mir das mal beschreiben, wie das war damals, was du da empfunden und gedacht hast? Ja, jetzt die konkrete Situation. Ja. Das ist ja schon ein ungewöhnliches Gefühl. Das kann man so sagen, ja. Wie hast du das denn damals so für dich empfunden, als du das gemerkt hast? Gut, das war, ich habe mich, es war so zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich verliebt, auf der anderen Seite habe ich mich geschämt, weil das ja nicht gesellschaftlich anerkannt ist. Wenn du mit 12 Jahren schon das Gefühl hattest, wann hast du es ihr zum ersten Mal gesagt? Als ich 18 wurde. Als du 18 warst? Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat meine Gefühle erwidert. Ach. Sie hat zu dir gesagt, ja, ich empfinde das auch, ich bin auch in dich verliebt. Wann hattet ihr euren ersten Sex? Am 18. Geburtstag. An ihrem 18. Geburtstag oder an deinem? An meinem. Dann sind ja viele Jahre vergangen, bis vor 3 Jahren, als ihr dann zusammengekommen seid. Wie kommt das, dass ihr da in der Zwischenzeit, ich gehe mal davon aus, dass in der Zwischenzeit nichts passiert ist? Doch, es ist doch was passiert. Ja, wir hatten selten, aber regelmäßig Sex, so alle 3 Monate. Obwohl ihr beide in anderen Beziehungen wart? Ja. Wie lange hat deine längste Beziehung gedauert? 5 Jahre. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr das geheim gehalten, deine Schwester und du, dass ihr immer wieder regelmäßig Sex hattet? Und wir haben uns, ich habe damals in einem Hotel gearbeitet und wir haben uns in einem Hotelzimmer getroffen. Was ist denn jetzt vor 3 Jahren passiert, dass ihr gesagt habt, jetzt endgültig sind wir richtig zusammen? Da ist, hat sich meine Schwester von ihrem damaligen Mann getrennt. Und das war quasi für euch das Signal, jetzt nicht mehr nur ein bisschen, sondern wir sind richtig zusammen. Ja. Wer weiß davon?
außer dir und deinem Team noch meine Tante. Die Tante? Ja. Was sagt die Tante dazu? Sie sieht das eher kritisch, bereitend aber nicht. Habt ihr eigentlich Kinder? Also mit den anderen Beziehungen? Meine Schwester hat eine Tochter, ich habe keine Kinder. Wie lebt ihr denn heute? Hat jeder seine eigene Wohnung? Oder wie geht das? Nein, wir leben zusammen, aber offiziell in einer WG. Und die Tochter von deiner Schwester, lebt die auch mit in der WG? Ja. Kriegt die, wie alt ist die? 15. 15. Kriegt die das nicht irgendwie mit? Doch, die kriegt das mit. Ach, das heißt, die weiß das auch? Ja. Was sagt die mit 15 Jahren dazu? Die hat sich mehr oder weniger dran gewöhnt. Habt ihr nicht Angst, dass das Mädel vielleicht irgendwo mal was erzählt? Nein, wir haben versprochen, dass sie nicht erzählt. Ihr seid offiziell eine WG, eine Wohngemeinschaft. Richtig, ja. Und das nimmt man euch dann auch so ab bisher. Ja. Nun ist das ja eines der ganz großen Tabus in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, dass man sich nicht sexuell hingezogen fühlt zu einem Geschwisterteil. Hast du eine Erklärung, warum das bei euch nun genau nicht so ist? Erklärung jetzt nicht direkt, aber ich ist gerade das Verbotene. Bitte, dich reizt das Verbotene? Ja, und? Das heißt, wenn das ganz normal und gestattet wäre, würdet ihr nicht zusammen sein? Das habe ich so nicht gesagt. Ich verstehe. Was sagt denn dein Gewissen zu der ganzen Sache? Oder euer Gewissen? Red erstmal von dir. Es ist immer noch zwiegespalten. Erklär mir mal die Zwiegespaltenheit. Ja, wo bist du da hin und her gerissen? Auf der einen Seite liebe ich meine Schwester. Und auf der anderen Seite habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil das ja gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Weil es geächtet ist, tabuisiert ist. Richtig, ja. Leben eure Eltern noch? Ja. Die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würden. Das ist noch vorsichtig formuliert, ja. Wie sieht das Gewissen deiner Schwester aus? Ihr habt sicher viel darüber gesprochen, wenn du mir das erzählen magst. Das möchte ich nicht so gerne, weil meine Schwester weiß nicht, dass ich bei dir anrufe. Warum überhaupt rufst du an? Weil ich mal erzählen wollte, dass es sowas gibt. Du weißt, dass das strafrechtlich geahndet wird. Das ist verboten in Deutschland. Weiß ich, ja. Das weißt du. Wie stellt ihr euch denn euer weiteres Leben vor? Ich spiele mit dem Gedanken, nach Dänemark zu gehen. Das ist gesellschaftlich anerkannt. In Dänemark, ja. Es gibt unterschiedliche Regeln in den verschiedenen Ländern, auch in Europa. In Dänemark ist es gestattet. Ja. Weißt du, Mike, das ist in der Tat eines der ganz großen Tabus noch in unserer Gesellschaft. Und ich muss dir ganz offen sagen, dass ich unter moralischen Gesichtspunkten, wenn es mich auch befremdet, ich das aber in Ordnung finde. Okay. Es befremdet mich, es ist mir nicht nachvollziehbar, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich kann vieles nicht nachvollziehen. Und dennoch finde ich, es sind zwei erwachsene Menschen, ihr seid zwei erwachsene Menschen. Wenn ihr das für euch so entscheidet und wenn ihr, offensichtlich ist das ja eine
wirklich tiefe Verbindung, die ihr da miteinander pflegt, hätte ich keine moralischen Bedenken. Dass das in Deutschland noch strafbar ist, halte ich für antiquiert. Es gibt, wie gesagt, Länder, hast es gerade selbst gesagt, Dänemark, wo das liberaler gehandhabt wird. Kinder werdet ihr nicht mehr bekommen. Deine Schwester ist 45, da gehe ich mal von aus. Käme uns aber auch nicht in Frage. Käme nicht in Frage, weil du weißt, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären oder sagen, dass es da große Risiken gibt, dass die Kinder behindert sein könnten. Genau aus dem Grund, ja. Ja. Ich finde, da setzt dann bei jüngeren Paaren die Verantwortung ein. Ich finde, dass wenn ein Geschwisterpaar zusammen ist, dieses Geschwisterpaar keine Kinder kriegen sollte. Aber das liegt in der Verantwortung der Geschwister. So wie es in der Verantwortung von schwerkranken Menschen ist, die zusammen sind und wo auch sehr sicher ist oder höchstwahrscheinlich, dass Kinder behindert auf die Welt kämen, wenn sie Kinder zeugen würden. Ja, das wäre ja unverantwortlich. Mhm. Das schaden wir uns auch nie. Aber ich glaube nicht, dass ihr zum Beispiel jetzt bei euren Eltern, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, selbst bei noch so vielen Erklärungen und guten Worten ein Verständnis finden werdet. Wie wollt ihr das euren Eltern verkaufen, wenn ihr nach Dänemark geht? Ich habe mich in Dänemark beworben und habe ein Jobangebot von da. Und meine Schwester hat sich auch beworben. Und so kann man das dann verheimlichen. Das heißt, ihr wollt das in der Familie weiterhin geheim halten. Geht ja nicht anders. Ja. Weißt du, die Menschen, die sich vielleicht heute empören, gehören zum Kreis der Bildungsbürger und verehren Thomas Mann. Und Thomas Mann hat in einer Kurzgeschichte, die Welsungenblut heißt, genau die Liebe zwischen einem Geschwisterpaar künstlerisch, ich will es mal sagen, glorifiziert. Das Buch kenne ich ja. Ja. Also das gab und gibt es auch immer wieder in der Weltgeschichte und eben auch in der Kulturgeschichte. Und wir sind aufgrund unserer christlichen Moralprägung so orientiert, dass man zunächst die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Weißt du, es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber moralisch ist es dann in Ordnung, dass ein, ich sage jetzt nicht den Namen, ehemaliger Bundestagsabgeordneter sich mit 5.000 € aus der Affäre ziehen kann. Das finde ich eben moralisch nicht in Ordnung. Dann sind wir uns einig. Ja, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung. Und ich finde die Liebe zwischen zwei erwachsenen Geschwistern und das, was erwachsenen Kindern antun, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind komplett verschiedene Sachen. Das eine ist für mich klar moralisch verwerflich, das andere ist Sache der erwachsenen Menschen. Ich glaube, das ist sicherlich nicht so sehr viel, aber es wird es geben. Paare gibt in Deutschland, die so ähnlich leben wie ihr, aber die das auch ganz geheim machen aus Angst vor der Verurteilung und aus Angst vor der Ächtung. Mhm. Wie konkret sind denn die Pläne, nach Dänemark zu gehen? Also ich habe die Zusage schon bekommen und es hängt jetzt nur noch daran, ob meine Schwester die Zusage bekommt. Nun hat sie ein 15-jähriges Kind, Mädchen. Das ist ja in dem Alter auch nicht so schön, wenn man entwurzelt wird und in ein fremdes Land geht. Wie soll das funktionieren? Also, die Tochter meiner Schwester würde mitgehen. Wir haben sie gefragt. Mhm. Und wenn sie gesagt hätte, nein, wären sie auch geblieben. Also, wie kommt es denn überhaupt, dass eure Tante, wie alt ist die Tante? 58. Aber eine junge Tante. Ja. Egal. Wie kommt es, dass die Tante das weiß? Ich habe uns mal erwischt. Oh.
als wir uns geküsst haben. Und wie lief das ab? Wie hat die Tante reagiert? Er war aus dem Zimmer gerannt und hat dann gesagt, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Mhm. Wir dachten, jetzt kommt die große Moralkeule. Mhm. Aber sie hat eine ähnliche Einstellung wie du. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es auch nicht gut, aber ja, wenn zwei Erwachsene wie ihr das entschieden habt, dann ist das in Ordnung. Mhm. Also Mike, du hast angerufen, um das mal in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich wolltest du auch mal eine Meinung von einem fremden Menschen hören. Richtig. Mhm. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Das heißt, bald werdet ihr dänische Staatsbürger sein oder zumindest in Dänemark leben. Erstmal in Dänemark leben. Erstmal in Dänemark leben. Mhm. Ja, damit beenden wir das Gespräch. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche deiner Schwester alles Gute, euch alles Gute. Danke, vielen Dank für deine Fairness. Auf Wiedersehen, Mike. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade jetzt sehr polarisiert und dass viele von euch gar nicht meiner Meinung sind. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, oder auch wenn ihr meiner Meinung seid, wie auch immer, ihr könnt euch sehr gerne melden und wir können das gleich auch noch in dieser Sendung hier weiter diskutieren. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Monika. Monika ist 55. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Monika. Um was geht's bei dir? Also ich habe zuerst eine Anmerkung auf dein letztes Gespräch. Ja, sehr gerne. Und zwar die Schwester meiner Mutter und der Bruder meiner Mutter, die haben in ihrem Leben nie Partner gehabt und haben quasi ja immer zusammengelebt. Mhm. Und ich finde das ziemlich schräg, dass, ja, beziehungsweise die beiden waren natürlich aus einer anderen Generation. Mhm. Und ich hätte das toll gefunden, wenn die hätten so eine Lebensgemeinschaft, also quasi heiraten können, mhm, obwohl sie nicht mehr fortpflanzungsfähig gewesen wären. Mhm. Und so, dass meine Tante vielleicht hätte eine Rente von ihm bekommen können. Mhm. Nur mal so als Anmerkung. Das heißt, du bist nicht moralisch empört über sowas? Ja, ein bisschen schon. Also die hätten das nicht in Erwägung gezogen. Aber ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, meine Tante eine ganz kleine Rente bekommen hat und mein Onkel war halt Bankangestellter und hat eine ganz gute Rente bekommen, die auch dann ja quasi seiner Lebenspartnerin hätte zugutekommen können. Mhm. Und das war halt überhaupt kein Thema. Mhm. Aber okay, sie sind jetzt beide verstorben. Es war kein Thema und es wäre natürlich auch definitiv nicht gegangen, weil es eben verboten in Deutschland ist. Ja, das ist das Problem. Ja, ja. Und die waren beide, keine Ahnung, über 70, über 80. Mhm. Und da hätte jetzt nichts mehr entstehen können, was da gegengesprochen hätte, sozusagen. Gut, das war noch eine Verbindung zum ersten Gespräch. Jetzt aber zu dir und deinem Thema, Monika. Okay. Ja, also ich bin, ich sag jetzt einfach mal, Finanzbeamtin. Mhm. Und das seit über 40 Jahren. Mhm. 40 Jahre? Ja. Hast du aber früh angefangen mit den Finanzen? Ja, mit 16 habe ich angefangen. Das ist der Hammer. Also ich habe dann oft gedacht, andere, keine Ahnung, waren Studenten, keine Ahnung, und haben ihre, keine Ahnung, Weltreisen gemacht oder sonst irgendetwas. Und ich bin seit dem 16. Lebensjahr jeden Tag dahin gelaufen. Mhm. So, und jetzt bin ich 55. Und ich bin Lohnsteuerprüferin, wenn ihr das etwas sagt. Ja, so als Begriff kenne ich das. Was du genau machst, weiß ich natürlich nicht. Also es gibt den Begriff Betriebsprüfer, kennt jeder, sag ich mal. Mhm. Und ich bin Lohnsteuerprüferin, das heißt, ich prüfe Betriebe, die Angestellte haben. Ja. Das heißt, im Grunde genommen prüfe ich die Angestellten,
auf das, was sie erhalten. Das heißt unter anderem ein Firmenwagen, ob sie zu einer Weihnachtsfeier gehen, ob sie Altersversorgungen durch die durch die Firma bekommen. Und das alles prüfe ich. Im Grunde genommen prüfe ich die Arbeitnehmer. So, aber letztendlich das ganze Problem, was ich habe, ist, dass ich einfach mit dieser Steuergeschichte nicht mehr klarkomme. Ich nehme an, das kennst du auch. Na, das wundert mich ja sehr, aus deinem Mund zu hören. Ja, du bist ja quasi da, hast ja fast dein ganzes Leben damit verbracht. Ja, natürlich. Und du kommst jetzt nicht mehr damit klar. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass, wie gesagt, dass ich seit dem 16. Lebensjahr da bin und dass ich inzwischen nach all der Zeit auf einmal, ich komme nicht mehr klar mit diesem Steuerrecht. Ne? Das heißt, also ich will das vielleicht auch jetzt vorweg schicken. Ich bin seit circa 3 Monaten krankgeschrieben. Ich hatte jetzt, Entschuldigung, wenn ich eben sage, ich hatte gerade 2 Ideen im Kopf. Entweder hat Monika irgendwie jetzt durchblickt, dass das Steuersystem ungerecht ist. Richtig. Oder Monika hat nach den vielen, vielen Jahren sowas wie ein Burnout und kann einfach nicht mehr. Ja, beides. Beides, okay. Es ist einfach so, dass wenn ich als Beispiel ein Urteil Bundesfinanzhof lese oder ein Gesetz lese, ich lese 5 Sätze und kriege Bauchschmerzen, denke, ey, was wollen die mir eigentlich sagen? Ne? Jetzt musst du mal für uns Laien ist vielleicht mal etwas verständlich sagen, was du, vielleicht mit so ein paar Beispielen oder ein paar prägnanten Sätzen, was du besonders ungerecht an unserem Steuersystem findest. Ja, erstmal diese totale, wie soll ich das jetzt nennen? Es geht in so viele Richtungen. Und zum Beispiel, wenn jetzt so ein Urteil, wo ich vorhin vorgesprochen habe, wenn ich das zum Beispiel mit 5 Kollegen bespreche, dann kriege ich 5 verschiedene Meinungen dazu. Und das ist einfach ungerecht, dass es einfach nicht klar und deutlich ist. Ja. Und dass ich einfach denke, es kann nicht so gerecht sein für die Bürger. Ich habe auch ein Beispiel, das habe ich vorhin auch am Telefon genannt, Beispiel Gutscheine für Benzin. Kann man geben. Gott sei Dank, es ist inzwischen geändert worden. Aber es war damals so, da konnten die nur irgendwelche Liter aufschreiben, ja? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Die mussten dann zur Tankstelle rennen, zu gucken, was kostet jetzt gerade der Liter, damit das nicht über 44 Euro kommt. Und solche Dinge, verstehst du so? Ja, es gibt völlig absurde Sachen im Steuerrecht. Ist alles absurd. Hast du denn auch so bestimmte Auflagen, die du erfüllen musst von deiner Behörde? Ja, krass ist zum Beispiel, ich bin ja wie gesagt Lohnsteuerprüferin und okay ist für mich, also Controlling ist ein Begriff, und okay ist für mich, dass eine Anzahl von Fällen festgelegt wird für das nächste Jahr, aber nicht okay ist, seit es das gibt. Und ich rede immer wieder, dass auch in Richtung meiner Kollegen in die Luft, dass auch ein sogenanntes Mehrergebnis vereinbart wird. Was heißt das Mehrergebnis? Also was ich reinholen soll. Ach so, du hast eine Auflage, du musst so und so viel reinholen, ja. Das musst du einfach... Also sprich, ca. 200.000 Euro im Jahr. Ja. Ja? Ja. Und ich finde, das ist einfach, im Grunde, ich sag jetzt einfach mal scheiße. Was passiert denn, wenn du das nicht reinholst? Ja, dann gibt's so eine kleine Kritik. Also ich werde dafür nicht rausgeschmissen, okay, ne? Aber ich finde es einfach falsch. Und ich finde einfach, man müsste ein Mehrergebnis von 0 vereinbaren und dann mal, also erstmal an das Gute im Menschen glauben und dann mal schauen. Aber ich glaube, du müsstest doch eigentlich als Steuerprüferin nicht mehr so sehr ans Gute glauben können, nach dem, was du in deiner Praxis gesehen hast. Sehe ich nicht so. Nee, es sind Menschen, also ich sag mal, wo gearbeitet wird, da werden auch Fehler gemacht. Kann man das vielleicht, damit es jetzt nicht zu theoretisch wird, kann man das vielleicht auch so ein bisschen runterbringen auf den Satz, dass man härter an die Großen rangehen sollte?
Das ist schon ein Punkt, ja. Wie findest du eigentlich das Aufkaufen dieser allbekannten Steuer-CDs aus der Schweiz zum Beispiel? Finde ich nicht schlecht. Dadurch fliegen ja die ganzen reichen Steuerhinterzieher auf. Ja, und das ist immer schon mein Ding gewesen, dass man den Höchststeuersatz zum Beispiel hochsetzen sollte. Mhm. Das heißt, Menschen, die wirklich, keine Ahnung, Millionen verdienen, die sollten auch wirklich viele Steuern zahlen. Und die kleinen Menschen, die was weiß ich wo arbeiten, eben nicht. Ja, die kleinen Menschen können ja gar keine Steuern hinterziehen, weil denen die Steuern gleich abgezogen werden vom Lohn. Ganz genau. Das ist ja schon die Ungerechtigkeit. Da fängt es schon an. Es gab mal einen Politiker, ich glaube, das war Friedrich Merz von der CDU, der nicht mehr in der CDU oder nicht mehr im Bundestag ist, der hat mal gesagt, im Prinzip muss man eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen können. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Weil für mich ist das auch ein Buch mit 7 Siegeln und ich bin immer froh, wenn ich von meinem Steuerberater wieder weg bin und... die meisten Sachen kapiere ich gar nicht. Das glaube ich dir. Ja. Und ich habe selber die Probleme, wenn ich die Steuererklärung, was heißt online, Elster, sagt dir vielleicht was? Nee. Also elektronische Steuererklärung, du kannst das also online machen. Mhm. Und da wird jedes Jahr wieder irgendetwas verändert, wo auch ich blöd gucke. Das ist Wahnsinn. Ja. Du, die das seit 40 Jahren macht, blickt dann auch nicht mehr durch. Nein. So, jetzt bist du noch ein junges Ding von 55. Naja. Das heißt, du musst noch eine ganze Weile bis zur Rente. Mhm. Wie soll es jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Also erstmal bin ich jetzt, wie gesagt, krankgeschrieben. Ich bin auch in einer Einzeltherapie im Moment. Mhm. Mhm. Wie lange bist du krankgeschrieben? Im Moment bis 3 Monate schon. Ah ja, okay. Und dann habe ich auch schon von meinem Arbeitgeber die Information, dass man mich zum Amtsarzt zitiert. Ja, das heißt... Wann auch immer das dann erfolgen wird, die leiten das ein und dann bekomme ich vom Amtsarzt eine Aufforderung und Termin und so. Also sprich, mein Gefühl ist, dass man mich dann gerne als dienstunfähig in Rente schicken möchte. Mhm. Wenn das finanziell irgendwie hinkäme, würdest du es nicht sogar wollen? Es ist zweischneidig. Es ist die Frage, was für mich dabei als Rente herumkommen würde. Also insofern wäre ich da schon für. Und das andere ist, wenn ich mir vorstelle, wieder in den Job kommen zu müssen, kriege ich auch kalte Füße. Kann ich mir vorstellen. Das ist einfach ein bisschen Horror. Also alles im Moment schwierig. Ja. Nehmen wir es mal einfach so auf, eine sehr erfahrene Frau, die so lange im Steuerwesen arbeitet, sagt, das ist irgendwie alles nicht richtig und das ist auch alles nicht gerecht. Und ich habe einfach auf keinen Fall. Hab irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Ne? So klingt das. Ich gucke auch immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und erfahre, also sprich, ich bin auch noch Bürger und das ist einfach ungerecht. Und da erfahre ich halt in meinem Umfeld der Kollegen so, ja, mach einfach, musst du einfach durch und so. Und das kränkt mich einfach. Ja, das verstehe ich. Mir kommt gerade eine Idee. Schreib doch mal einen Brief an unseren Finanzminister. Ja. Schreib das mal alles so auf, wie du es mir gerade erzählt hast, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Wäre doch mal interessant, wie das Bundesfinanzministerium darauf antwortet. Ja. Ich höre schon aus dem Ja, bringt eh nichts. Ja, so ein bisschen schon, ja. Liebe Monika, wie auch immer das jetzt auch ausgeht, ich wünsche dir, dass du wieder in zufriedenere Gewässer kommst demnächst. Ich habe noch eine Aussage, ganz kurz, dass ich einfach so ein bisschen Angst habe. Ich bin, wie gesagt, 55 und ich denke da so an die jungen Kollegen. Mhm. Die haben eine Wahnsinnsausbildung hinter sich. Mhm. Also sprich, eine Art Studium, Schloss Nordkirchen, bla bla bla, der gehobene Dienst. Und kommen dann zum Amt, kriegen ihren Job und müssen dann nur noch Masse klopfen. Also die Kritik und deine Bedenken sind jetzt, glaube ich, klar rübergekommen. Ja. Ich biete dir sehr gerne noch an ein Gespräch mit meiner Psychologin. Ja, okay. Das ist die Sabine heute Nacht. Du legst auf, die Sabine ruft dich gleich an. Okay. Toi, toi, toi und alles Gute, Monika. Danke, Jürgen. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1:28 Uhr.
schnell ein Hinweis auf morgen, auf unser Thema. Das Thema morgen heißt, das kann ich nicht verhindern. Und ich frage euch, was ihr in eurem Leben schon nicht verhindern konntet, vielleicht an gravierenden Sachen, zum Beispiel den Selbstmord, die Selbsttötung eines, ich sage immer Selbstmord, so ein Unsinn, die Selbsttötung eines nahestehenden Menschen oder vielleicht ein Unfall oder dass jemand auf die schiefe Bahn geraten ist oder vielleicht habt ihr ein Verbrechen nicht verhindern können oder vielleicht auch das Scheitern einer für euch sehr wichtigen Beziehung. Vielleicht habt ihr gravierende Fehler gemacht und im Nachhinein tut euch das sehr, sehr leid, weil die ganze Sache irgendwie komplett schief gelaufen ist. Ja, oder vielleicht konntet ihr auch den Verlauf einer schweren Erkrankung nicht verhindern, obwohl ihr viel unternommen habt. Also gerne spreche ich mit euch morgen über das Thema. Das konnte ich nicht verhindern. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch während der Sendung. Hier ist Jessica. Jessica ist 38. Guten Morgen, Jessica. Hallo, lieber Domian. Hallo, Jessica. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe das Problem, dass ich schwanger bin. Also das ist zum einen für mich eine große Freude, aber das Problem besteht darin, dass mein Partner das Kind auf keinen Fall möchte, aber mit mir ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und auch von meinem ausgeprägten Kinderwunsch die ganze Zeit wusste. Wie lange seid ihr zusammen, ihr beiden? Wir sind noch nicht sehr lange zusammen, aber wir haben uns Knall auf Fall verknallt, hatten beide schlechte Beziehungserfahrungen und haben gedacht, jetzt sind wir quasi so in der glücklichen Lage zu sagen, das ist die Nadel im Heuhaufen und waren also ganz intensiv auch zusammen und das schien auch alles super zu passen. Wie lange denn? 2 Monate. Du hast eine Blockade, mir das zu sagen. 2 Monate. Ganz frisch. Ich denke, ich bin selbst jemand, der schnell mal vorverurteilt hat in der Vergangenheit. Ja. Aber mittlerweile bin ich ja 38 und weiß, wie das Leben dann doch mal anders spielen kann. Und du hattest auf jeden Fall einen großen, ausgeprägten Kinderwunsch, die ganze letzte Zeit schon. Ja, aber auch nicht wahllos. Ne? Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich hatte 3 sehr lange Beziehungen bisher in meinem Leben. Das ist ja nicht so viel. Und habe auch, ich habe eine Schwerbehinderung nach einem unverschuldeten Unfall und habe also deswegen auch damals mal eine Abtreibung gemacht aus medizinischen Gründen. Was für eine Behinderung hast du? Orthopädisch und neurologisch, also ich habe Migräne und bin also auch arbeitsunfähig, bekomme eine Art kleine Unfallrente. Also das ist halt so, dass ich auch gar nicht mehr wusste, ob ich jetzt schwanger werden kann oder nicht. Und diese ungeschützte... Immer mit offenen Karten gespielt, ne? Also das war dann klar. Dieser ungeschützte Geschlechtsverkehr, das war ihm auch klar, dass es ungeschützt war und dass du keine Pille nimmst? Das war ihm ganz klar. Ich hatte ihm das von vornherein gesagt. Also auch wie gesagt, dass ich also auch einen Kinderwunsch habe. Und er hat mir gesagt, er hat schon eine Tochter. Mhm. Die hat er mit 19 Jahren bekommen. Und da ist wohl jahrelang kein Kontakt zu gewesen. Aufgrund, wie er sagte, durch die Eltern und alles kompliziert. Ich bin mir mittlerweile natürlich, weil ich ihn natürlich auch Domian nicht so lange kenne, rosa-rote Brille, bin mir natürlich jetzt auch nicht so sicher, was da alles im Einzelnen vielleicht noch versteckt, nicht mitgeteilt wird. Jetzt mal Jessica und unter uns beiden Betschwestern. Hast du es ein bisschen drauf angelegt? Nee. Ich meine... Nee. Das versucht er mir jetzt aber zu unterstellen. Wie alt ist er? 38. Du bist 38. 2 erwachsene, sehr erfahrene Menschen haben ungeschützten, also kein Kondom, keine Pille oder was auch immer. Da muss doch beiden, so auch dir, klar gewesen sein, es kann passieren. Richtig, wir hatten uns kennengelernt und sind auch feiern gegangen und haben auch ein bisschen Alkohol getrunken. Und also den trinke ich jetzt gar nicht mehr, ist klar. Aber das war dann auch in der Euphorie und... Diese Gespräche haben dann auch stattgefunden, aber er sagt dann, ja, dann ziehe ich eben raus. Also es ist so, als wenn man jetzt quasi mit einem 18-Jährigen spricht. Ne? Die haben wahrscheinlich manchmal noch mehr Verantwortung als wir jetzt in der Situation. Aber ich muss dazu sagen, wir haben beide einiges hinter uns und jeder auf seine Weise. Und wir waren auch einfach ein bisschen ausgehungert und durch die schlechten Erfahrungen, die wir hatten. Es war ein Coitus interruptus. Richtig, aber die ganze Zeit über, ne? Das ist natürlich die schlechteste Verhütungsform überhaupt. Die beste Verhütung, Domian, ist ja kein Sex, ne? Aber so, oder Telefonsex, das kommt auch.
Soll auch rechtssicher sein. Ja, so, kann man sich auch. Genau. Jetzt bist du schwanger und du wolltest schwanger werden. Ist denn auch eine große Freude da, neben der schlechten Stimmung jetzt mit deinem Freund? Ist da auch große Freude? Bei mir absolut. Absolut. Abtreibung kein Thema? Nein. Ich muss dazu sagen, Domian, ich bin ein sehr beeinflussbarer Mensch. Immer schon gewesen. Ich bin, für manche komme ich auch etwas unreif rüber in bestimmten Bereichen. Das liegt aber daran, dass ich natürlich nicht diese Berufserfahrung habe wie andere und musste halt eher immer überleben, weil ich hatte auch noch eine Krebserkrankung, die ich überstanden habe und das ist alles ausgeheilt und super. Mhm. Also es ist jetzt die richtige Zeit, auch vom Gefühl her. Ne? Mhm. Also absolut und auch so, von den Werten und so. Ja. Jetzt sagt er, ja, er will das Kind definitiv nicht haben und ist sauer. Definitiv, genau. Und hat mich auch bedroht, also hat also auch nicht sehr schöne Sachen gesagt. Und was hat er gesagt? Ja, also, dass er alle Register ziehen würde, wenn ich das Kind bekommen würde und ihn als Vater angeben würde. Und, was heißt das? Dann würde ich ihn kennenlernen. Das weiß ich nicht genau, aber wir haben die Tage uns auch nochmal versucht auszusprechen. Ich muss dazu sagen, ich reise dann quasi fast 60 Kilometer immer an. Der Herr kommt also selten mal, gut, er ist auch berufstätig, er ist Berufsfahrer. Das kann man auch alles verstehen, dass er dann mal zu mir gekommen ist. War eher selten, das habe ich auch gerne dann gemacht, aber er hat sich an den Kosten auch meistens nicht beteiligt. Hör mal, Jessica, was du mir jetzt erzählst, da ist doch alles, was da an Liebe war, schon in Staub zerfallen, oder? Das stimmt, mittlerweile da ja. Da ist doch nichts mehr. Wer so reagiert, so krass reagiert, den kann man doch nicht mehr respektieren und gar lieben. Ich habe das nicht für möglich gehalten, Domian. Was ist denn mit dem los? Ich meine, ich vermute, dass der Drogen nimmt und dass ich das. Der hat einen sehr anstrengenden Job. Der hat Wechselschichten ohne Ende. Mhm. Und ich habe also einen sehr guten Ex-Freund von mir. Mhm. Das ist der, wo ich damals auch abgetrieben habe aus medizinischen Gründen. Wir stehen uns sehr gut noch. Und der hat auch eine neue Freundin und so weiter. Und ich habe dann mit ihm also vertraulich gesprochen darüber und er sagte, hast du denn mal ein Foto von ihm? Und dann sagte er, hör mal, der sieht aus wie einer, der schon früher ordentlich vielleicht mal Drogen genommen hat. Also diese Partydrogen, ne? Um wach zu bleiben und so weiter. Bist du denn ganz sicher, dass er keine Beziehung hat im Moment? Nein, bin ich mir auch nicht sicher. Mhm. Das war auch das Problem. Also wir haben uns wirklich fast jeden Tag gesehen. Aber durch seine Dienste, das ist, was ich meinte, er hat halt da diese Wechseldienste. Ich habe auch seinen Plan mal gesehen, ein paar Mal. Mhm. Aber er hat natürlich einen gewissen Spielraum und das kann und will ich natürlich nicht kontrollieren, weil ich bin kein Kontrollmensch. Kann man sagen, dass die Stimmung komplett gekippt ist, nachdem du gesagt hast, ich bin schwanger? Absolut, ja. Vorher war es super, rosa-rote Liebesbrille und alles. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Ah. Also ich muss dazu sagen, er trinkt viel Alkohol, aber er verträgt unheimlich viel. Mhm. Und es gab da so ein paar Unstimmigkeiten, die habe ich versucht anzusprechen. Mhm. Er ist jemand entgegen meiner anderen Beziehungen, der sehr viel redet. Mhm. Und auch, also ich habe ihn nach wie vor auch natürlich sehr lieb und so weiter. Habe auch immer noch die Hoffnung, dass das irgendwie alles sich einreiht, aber das ist so die Hoffnung. Mhm. Vom Kopf her denke ich mir, dass das schon völlig verfahren ist. Ich finde das, also ich sage es ganz platt und klar, unter aller Sau, wie er sich verhält. Dankeschön, dass du mir da die Rückmeldung gibst. Domian, absolut, Jessica, ich bin da komplett auf deiner Seite. Wenn ihr beiden miteinander geschlafen habt und da ist jetzt ein Kind entstanden, du bist schwanger. Entschuldigung, ich verstehe dich gerade nicht gut. Dann muss er auch dazu stehen, meine ich. Hörst du mich? Richtig, ich höre dich jetzt wieder dann gut. Dann muss er auch dazu stehen und eigentlich müsstet ihr es gemeinsam das Beste draus machen. Ich bin komplett auf deiner Seite. Domian, ich wollte in dem Zusammenhang auch noch sagen, ich habe gedacht, ich muss jetzt auch dich anrufen. Es gibt natürlich auch viele Hilfen, das weiß ich. Weil es gab eben das Thema mit der Geschwisterliebe. Und ich habe eine entfernte Bekannte, von der weiß ich, dass sie damals, das ist schon lange her, ich weiß gar nicht, da war das, glaube ich, noch WDR 1 oder war es Radio? Mhm. Ich weiß es nicht. Die hatte angerufen und war so begeistert. Sie hatte nämlich damals gesagt, sie hätte sich so sehr in ihre Schwester oder Halbschwester verknallt. Mhm. Und da hast du wohl gesagt, spuckt auf die Moral. Und gut, die haben wohl mittlerweile keinen Kontakt mehr, aber das muss die wohl unheimlich beflügelt haben. Die konnten sich jetzt auch nicht fortpflanzen, ne? Aber
was es eben alles so gibt. Das fiel mir eben auch nochmal dann ein. Ja. Ne? Jessica, ich möchte, also ich, wie gesagt, ich bin komplett auf deiner Seite. Ich finde, dass du jetzt guten Rückhalt und gute Beratung brauchst. Deswegen wie verhalte ich mich dem gegenüber denn jetzt? Indem du klar deine Position vertrittst und wenn, ich würde es völlig klar sagen. Ich möchte eigentlich keinen Kontakt mehr. Und ja, dann keinen Kontakt, aber letztendlich. Ich möchte das Kind aber auch angeben, also mit dem Vater meine ich jetzt. Ja, das würde ich genau auch so machen. Jetzt habe ich aber Angst, dass der unberechenbar ist und dass ich mich schützen muss, ne? Weil deshalb. Der hat auch Kontakt zu russischen Leuten. Mhm. Und das klingt jetzt so bescheuert. So, ich hole die Russenmafia. Nein, aber im Ernst. Ne? Also klar. Das ist jetzt nicht spaßig gemeint. Und deswegen, das muss man alles ernst nehmen. Deswegen möchte ich. Mein Gefühl sagt mir das auch. Ja, also die Linie würde ich genauso fahren, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde aber, du solltest dich auch, was deine Bedenken angeht, nochmal eingehend beraten lassen. Ja, das brauche ich auch. Ja, und die entsprechenden Stellen, die werden wir dir jetzt gleich sagen. Das heißt, das ist super. Die Sabine, meine Psychologin, ruft dich nochmal an. Die kann ja sicher auch nochmal ihren Standpunkt dazu dir sagen. Und, ich brauche jede Hilfe im Moment. Ja, und dann wirst du versorgt mit den Hilfsangeboten. Und du würdest mir auch sagen, nicht abtreiben, ne? Also um Gottes Willen. Mensch, Jessica. Also dürfte was ich sowieso. Für eine Frage. Ja, dürfte ich sowieso keine Beratung hier machen. Ja, das weiß aber. Ich. Vom Menschenverstand her. Aufgrund der Tatsache, dass du dir so sehr ein Kind wünschst und du eigentlich so klar bist, natürlich nicht. Die Hoffnung ist natürlich, dass es sich einrenkt, weil er sich mit seiner jetzigen Tochter ja auch versteht. Vielleicht renkt es sich ein. Vielleicht ist es auch nur eine erste Panikreaktion gewesen. Wobei diese erste Panikreaktion für den 38-Jährigen auch sehr mies ist, finde ich. Nach zwei Monaten ein Kind zu kriegen mit 38 ist natürlich ein, der das hört. Ne? Ja. Aber es ist einfach, ich wusste es nicht mehr und ich habe mir gedacht, also beim nächsten, wo ernsthafte Gefühle sind, ne, da möchte ich dann auch ungeschützt. Hallo? Ja? Ja. Jessica, ich würde sagen, jetzt beenden wir das Gespräch hier. Mhm. Du legst auf und die Sabine ruft dich gleich zurück. Okay, Normian. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer oder mailt uns domian@wdr.de. Nochmal kurzer Hinweis auf morgen. Das Thema morgen heißt, das konnte ich nicht verhindern und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr vielleicht an wichtigen, gravierenden Sachen in eurem Leben nicht habt verhindern können, die dann doch eingetroffen sind. Vielleicht schlimme Sachen, wofür ihr euch schämt oder die euch sehr traurig gemacht haben. Was ist das? Das konnte ich nicht verhindern. Unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder bitte mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Norbert. Norbert ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hi, Norbert. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich konnte die gar nicht nachvollziehen am Anfang das erste Gespräch mit dem Inzest. Ja. Da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Ja. Weil erstmal positiv, meine Frau und ich schauen die ganze Sendung schon seit 10, 15 Jahren. Ja. Aber heute, dass du da irgendwo das verteidigt hast, den Inzest, denn das konnte ich nicht ganz verstehen. Dann erklär doch mal deine Position, Norbert, warum du das ablehnst. Ich lehne das ab. A, gut, es ist strafbar. Und zweitens, warum müssen Geschwister sexuelle Belange haben? Naja, die Frage ist natürlich kompliziert zu beantworten. Wenn die Liebe entsteht, ist die Liebe da. Wenn die Anziehung da ist. Ja, aber es gibt doch nicht nur Geschwister. Da gibt es auch wieder Männer und Weiblein, die keine Geschwister sind. Ich will jetzt hier nicht der große Vertreter der Geschwisterliebe sein. Wie vorhin gesagt, mich befremdet das auch sehr. Es ist sicher auch nur eine Promillezahl von Menschen, die das betrifft. Aber das ist richtig, bloß mir kam es so rüber gerade, dass du das irgendwie verteidigt hättest, dass sie auch jetzt nach Dänemark gehen, das ist ja wohl straffrei. Mhm. Ja, ich möchte sie nicht verurteilen, sagen wir es so. Ich möchte sie nicht verurteilen. Ich habe ihm abgenommen, dem Mike, dass sich das wirklich um eine große Liebe handelt zwischen den beiden. Und wie sollen wir oder wie können wir urteilen, wenn zwei Menschen sich tief lieben? Können wir eigentlich gar nicht. Nein, das können wir nicht, aber... Und dass es strafrechtlich relevant ist, nun gut, es gab schon viele Gesetze, die unsinnig waren. Zum Beispiel auch den Paragraph 175, der die Schwulen früher ins Gefängnis gesteckt hat.
Ja gut, der ist für mich sowieso was von mit Zeit, dass er nein, es wurde Zeit, dass er weg ist. Ja, ja. Nein, ist um Gottes Willen. Darum ging es mir gar nicht. Aber ich denke immer noch, Geschwisterliebe, ich habe da ganz gespanntes Verhältnis zu, ja. Mensch, Norbert, ich bin ja so emotional auch auf deiner Seite, wie gesagt, weil mich das sehr, selbst auch sehr befremdet. Ich habe keine Geschwister, aber ich auch nicht, deswegen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich ahne es, wie merkwürdig das ist, wenn man sich in einen Geschwisterteil verliebt. Aber ich möchte einfach nicht schlecht darüber sprechen und die Menschen verurteilen, die da ihre Gefühle pflegen und empfinden. Ja, aber verurteilen. Ich sag ganz einfach, in meinem Alter, ich kenne es nur so, es gehört sich irgendwo nicht. So sind wir vielleicht auch erzogen worden von unseren Eltern. Ja, genau, so war die Erziehung ja all die Jahre, das stimmt. Und ich sage ja mit dem Paragraph 175, da gebe ich dir voll recht, der gehörte schon lange weg. Mhm. Aber Geschwisterliebe. Aber weißt du, eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel mit den Schwulen und dem Paragraph 175. Den gab es ja eben auch schon lange. Und damals gab es auch vielleicht ältere Leute, die gesagt haben, nee, das gehört sich nicht. Ich bin damit so aufgewachsen, dass das krank ist. Vielleicht kann man das schon auch miteinander vergleichen. Oh, ist die Zeit schon reif dafür? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Nein, ich tue mich wirklich schwer damit und ich hab's wirklich, ich habe mich noch nie gemeldet bei dir in der Sendung oder was versucht, aber das hat mir so ein bisschen aufgestoßen, wie ich auf einmal hörte, dass du es verteidigt hättest oder hast. Ja. Okay, deswegen finde ich es auch super, dass du angerufen hast und hier sollen ja alle Meinungen zu Wort kommen und deshalb danke ich dir sehr, Norbert, dass du es gesagt hast. Dankeschön. Und ich fände es ganz toll, dass ich habe eine Mail geschrieben und dass ihr innerhalb von 10 Minuten zurückgerufen habt. Das ist euer Team, danke. Perfekt. Ja? Danke dir, Norbert, alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Ciao. Jetzt kriege ich gerade Besuch im Studio. Christian, mein Redakteur, kommt rein und es gibt Post zur Geschwisterliebe. Ja. Twitter-Kommentare, ich lese gleich mal vor. Patrick schreibt, ich finde es okay, solange sie keine Kinder bekommen, schadet keinem, sofern sie es für sich machen und ihre Tochter da raushalten. Dann schreibt Klopsi, jeder darf lieben, wen oder was er möchte, solange sie keinem anderen schaden, ist das völlig in Ordnung. Dann Miss Understood schreibt, das erste Mal in 2 Jahren, dass ich nicht der gleichen Meinung wie Domian bin. Nein, einfach nein. Und eine E-Mail von Jonas, der schreibt, was Erwachsene machen, ist ja das eine. Aber mir ist die Perspektive der jugendlichen Tochter viel zu wenig berücksichtigt worden. Die psychosexuelle Entwicklung ist gefährdet. Dann schreibt Anja, hallo liebes Domian-Team, ich bin etwas empört gerade über das Telefonat von eben, also von dem jungen Mann, der eine Beziehung mit seiner Schwester führt. Ich bin von Domians Meinung etwas sehr empört, also nicht, weil er generell die Einstellung hat, dass sie machen sollen, was sie möchten, sondern dass er die 15-jährige Tochter fast vollkommen unter den Tisch fallen lässt. Kann sich niemand vorstellen, was für ein emotionaler Missbrauch an dem Kind begangen wird. Es wird als Komplizin ausgenutzt, muss die WG-Partner decken. Das Mädchen darf mit niemandem reden. Es kann im Endeffekt Freundinnen nicht einladen, muss den eigenen Vater anlügen. Das finde ich absolut verantwortungslos. Anja aus Frankfurt. Liebe Anja, das ist ein guter Aspekt. Den haben wir wirklich gerade nicht zu Genüge besprochen. Vielen Dank für deinen Hinweis. Und noch eine Mail von Hendrik. Da ist sowas los hier bei uns. Zu dem Thema. Lieber Domian, lieber Mike, vielen Dank für euer Gespräch. Ich habe mir nie wirklich Gedanken zu dem Thema gemacht, aber eure Unterhaltung fand ich sehr interessant. Ich war zwar schon immer der Meinung, dass gegen die Liebe zweier Menschen nichts einzuwenden ist, doch fand ich den Aspekt des Kinderkriegens bedenklich. Ich fand jedoch dein Beispiel von zwei schwerkranken Menschen sehr gut, da es viele genetische Erkrankungen gibt, bei denen das Risiko abschätzbar ist und in manchen Fällen auch sehr hoch. Doch hier steht kein Gesetz dagegen. So habe ich das Ganze noch nie gesehen. Also vielen Dank für
diesen Denkanstoß. Viel Glück für dich, Mike, und vielen Dank für deine tolle Sendung, Domi. Am besten Gruß, Hendrik. Vielen, vielen Dank für eure Reaktion. Das finde ich toll und so muss das auch sein. Und wie gesagt, den Aspekt mit der 15-jährigen Tochter, den hätten wir noch weiter vertiefen sollen. Und wenn Mike uns zuhört, ist das auch noch ein Hinweis und ein Gedankenanstoß vielleicht für dich und deine Schwester. So, Ende der spontanen Postbox, die jetzt sich hier gerade ergeben hat. Dann machen wir weiter um 1.50 Uhr mit Heike. Und Heike ist 45. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen, Thomian. Hallo, Heike. Ich wollte einfach mal deine Meinung hören. Ich habe einen Freund, der ist also halb so alt wie ich. Mhm. Und ich bin 45 und ja, das ist 22,5 ungefähr. Ja, ja, fast. Ja. Ja, und das ist halt irgendwie manchmal ein Problem. Wobei ich bin recht offen der Beziehung. Ja, und ja. Achso, du hast meine Meinung, wie ich das finde. Genau. Dass du alte Schachtel in Anführungszeichen, ja, so einen jungen Typ hast. Aber ja, ich sehe halt, also. Nein, das war Spaß, war nicht böse gemeint. Spaß. Ich bin noch jung geblieben, ja. Ach, weißt du, Heike, ich meine, was mich immer sehr irritiert, wenn ich irgendwie höre, dass das, wenn jetzt eine 50-Jährige einen 18-Jährigen hat, ja, das ist für mich, das passt irgendwie nicht. Das sind zwei ganz verschiedene Lebensphasen. Und, aber ich meine, du bist Mitte 40 und der ist bald Mitte 20. Gut, das sind auch noch verschiedene Lebensphasen, aber da gibt es ja schon doch große Entwicklungsunterschiede bei den Leuten. Ja, genau. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also 10 Monate. Mhm. Wer hat denn da wen angebaggert? Der Junge mich eigentlich. Mhm. Und also wir waren auf einer etwas unseriösen Seite unterwegs und dann hat er halt gemeint, also ja, ich habe mich halt darauf eingelassen, also ich bin irgendwie auf der Suche gewesen, mhm, erstmal nach Sexuellem, mhm, und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich bei ihm geblieben bin. Ist es denn von beiden Seiten eine Liebesbeziehung? Nein, also das ist, wir schätzen uns schon sehr, aber Es ist eher eine Sexbeziehung mit Mögen. Genau, ja, genau. Ja, komm, dann vergiss es. Also er ist meistens bei mir und ich habe eine Tochter, die ist halt gleich alt wie er und er sieht die nie. Weil, also das will ich eigentlich auch nicht so. Und Was sagt dir die Tochter dazu? Die respektiert es, aber die findet es halt albern manchmal. Die spannt dir den... Wenn du merkst, wie ich drauf bin und so, ich bin halt schon ein relativ eifersüchtiger Typ. Ich habe daraus gelernt, aus der Eifersucht. Also ich lerne an ihm ziemlich gut, mit meiner Eifersucht umzugehen, sage ich mal. Besteht denn die Gefahr, dass du dich richtig in den verliebst? Ja, also ich bin schon relativ gut dabei. Und er? Also, wie schätzt du es ein? Wie? Ja, ist er auch dabei, sich in dich zu verlieben? Ja, wir mögen uns schon sehr gern, beide. Mhm. Das beruht auf Beidseitigkeit. Geht ihr denn auch in die Öffentlichkeit zusammen? Ja, also das ist halt, wir waren mal einkaufen zusammen und mal spazieren gehen. Ja, gut, das ist nicht so. Aber wie ist es denn in seinem Freundeskreis? Von dem kennt mich keiner. Also, das ist der Schämt. Also der ist halt dunkelhäutig. Ja. Und da ist, ja, also das ist halt eigentlich nicht so das Problem. Wobei, ich bin jünger als seine ganzen Geschwister und also ich will da auch keinen kennenlernen, ja. Und kann das denn sein, dass er sich schämt, dich... Schämen, das ist ihm halt unangenehm einfach. Also auch meiner Tochter gegenüber zu treten, das ist irgendwie nicht die Mentalität. Also, ja.
Ich meine, ja. Es wäre schöner, wenn er 10 Jahre älter wäre, dann wäre es entspannter. Eben, eben. Ja, es wäre wirklich besser. Das sage ich ihm auch. Also das sage ich öfter. Ja. So ist es schon ein bisschen grenzwertig, kann man sagen. Aber genau, ja. Ich meine, wenn ihr da euren Spaß miteinander habt im Moment und das so locker läuft, dann ist es ja auch also in Ordnung. Ich genieße den Moment und gucke halt mal, wie weit es geht und ja. Genau. Standest du denn immer schon eher auf junge Kerle? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht so jung. Also ich habe schon immer jüngere Männer gehabt, aber also der Älteste, mit dem ich die Tochter habe, der ist 10 Jahre älter als ich. Das war aber der Einzige, der älter war als ich. Und steht er denn auf ältere Frauen? Oh. Generell so? Hat er dir das mal erzählt? Ja, eigentlich der junge Typ. Ja, dein Freund, der hat ja schon an... Ja, klar. Der mag erfahrenere Frauen. Also der sagt, die Jungen zicken so rum. Wie ist das denn für dich im Bett sexuell, wenn du den Vergleich hast mit dem Vater deines Kindes, der nun 10 Jahre älter ist und jetzt so ein ganz junger Typ? Oh, ich immer mit Jüngeren zusammen war, die finde ich halt so unverbraucht und gut halt. Also irgendwie finde ich das besser als... Okay, einerseits gibt es Frauen, die auf ältere, erfahrene Männer stehen, aber ich finde, die sind erfahren genug. Also. Also es gab mal, ich weiß gar nicht, das ist eine ganze Weile her schon, irgendwie in Österreich, glaube ich, so ein Paar von einer Frau, die auch in deinem Alter war oder noch ein bisschen älter, und die hatte so einen 17-Jährigen oder 16-Jährigen. Ja. Und das fand ich wirklich... mehr nachvollziehbar. 17-Jährigen, ich sag mal, der ist schon reifer als, der ist schon jung, aber der ist schon in einer gewissen Art reif. Da sagen natürlich immer alle, die mit Jüngeren zusammen sind, ach, er ist so reif. Und man merkt schon die Jugendlichkeit, aber das finde ich einfach gut. So unverbraucht halt, das ist reizt mich halt echt. Ich verstehe, so sprechen auch die alten Herren, wenn die junge Mädels haben. Die mögen das unverbraucht. Genau, so ist es mit mir auch. Liebe Heike, genießt einfach eure Liaison da und dann guckt mal, was draus wird. Genau. Wollen wir so verbleiben? Ja. Vielen Dank. Alles gut. Tschüss Heike, ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist, wer ist das denn? Stonefree 45, hallo? Ja, Stonefree ist richtig. Stonefree, warum heißt du so komisch? Ja, Krankenhausgeschichte. Ich war mal im Krankenhaus, habe 2 Nieresteine gehabt. Ach so, deshalb. Aha. Die habe ich jetzt nicht mehr. Also es ist ein Spitzname. Genau, so Spitzname. Und da war ja auch noch das Lied von Jimi Hendrix mal, ne? Stonefree, ne? Weswegen rufst du an, Stonefree? Ja, ich habe da Probleme. Ich singe gerne. Oh. Und meine Söhne, ich habe 2 Söhne, einer von 21 und einer von 13. Ja. Und die machen mir die Hölle heiß, weil ich singe. Die sagen, Papa, du blamierst uns. Du bist eine Schande für uns. Und du bist abgrundtief, sagen die zu mir. Wo singst du denn? In einem Badezimmer, vorm Computer, laufe ich mir so gewisse Beats rein und dann singe ich da und so weiter und so fort. Und ach so, aber du trittst nicht auf irgendwo. Doch, hab schon Versuche gemacht am Kölner Dom in Düsseldorf, da am Rheinufer da bei dem Clown Donk und so. Jetzt gucke ich gerade auf unsere Uhr. Ich will die Zeit, die wir haben, nutzen. Darf ich es beurteilen? Dann sing doch einfach mal vor. Deswegen wollte ich wenn du mir sagst, du sollst die Schnauze halten, Stonefree, hör auf zu singen, das kannst du knicken, deine Kinder haben recht, dann muss ich bleiben lassen. Okay, dann aber bitte. Ich weiß schon von vornherein, dass meine Stimme nicht besonders gut ist. Das weiß ich schon. Also. Keine langen Vorreden. Du singst ein kleines Stück. Was wirst du singen? Das ist ein türkisches Lied. Ein türkisches Lied. Auf Deutsch übersetzt aber. Okay, dann leg los. Kulturverständigung so, ne? Ja, okay, leg los. Ja, okay. Eine nach dem anderen wurden sie vergessen. Die alten Freunde. Weder eine Nachricht noch ein Gruß. Die alten Freunde. Wie ein Traum kamen sie und gingen, wie die Vögel, die wegfliegen, wie die Steine, die Moos anlegen. Die alten Freunde,
ihre Namen nicht mehr im Sinn. Okay. Unbekannt. Ja. Okay, ich mache es mal den Dieter Bohlen. Ich mache es mal den Dieter Bohlen. Ah, ja, okay, gut. Oh, jetzt habe ich aber einen harten Juro erwischt. Ich würde sagen, du darfst in der Badewanne singen, wenn niemand in der Wohnung ist. Dann ist es okay. Ja, okay, dann lege ich noch einen drauf, oder was? Bitte? Dann lege ich noch einen drauf, okay. Wenn du vielleicht rette ich mich ja mit Dings, was war das nochmal? Mit den Dings hier. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song and it won't take long. We're mein gonna Lieber, cruise a twist and it goes like this. Wir müssen nicht jetzt mal wegblenden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich hab dir kurz meine Einschätzung gesagt. Ich hoffe, du kannst damit leben. Stone Free. Alles Gute wünsche ich dir. Aua, da habe ich ihn ja doch recht gehabt. Lieber Stone Free, alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Jo, warte. Ja. Hallo. Schnell, warte. Ja. Ja, ich wollte... Meine Frau, ich habe jetzt 25 Jahre Dings, Hochzeitstag heute. Ja. Darf ich meiner Frau noch was sagen? Ja, ein Satz, ganz schnell. Okay, Fatma, evliliği yıldırımın kutlu olsun, ben seni çok seviyorum, öptüm. Danke, Domian. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Danke, ciao. Wir haben alles verstanden. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen eine Radio Live, eine wieder Fernsehen mit dem Thema Das konnte ich nicht verhindern. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Und tschüss.